react. Now's our chance. Let's go. Finde Graf Karajan. Okay, wir sind wieder bei unserer eigentlichen Aufgabe. I'll stay here and make sure no one comes back in. Natürlich, es war zu erwarten, dass sie nichts tut. Gut, gehen wir doch mal oben rum, wenn es denn oben rum geht. Sieht nicht danach aus. Okay, dann gehen wir nicht oben rum. Komm, runter mit dir. Wir gehen jetzt mal hier drüben dran. So, können wir gleich hier reingehen. Wunderbar. Der Hessenturm. Okay. So weit, so gut. Ich schau noch mal kurz. Wir müssen genau nach oben eigentlich. Oh, na, danke schön. Die Steuerung wieder. Oh. So, neuer Versuch. Diesmal sollten wir es doch hoffentlich hinkriegen. Mann. Okay. Soweit, so gut. Das war jetzt mal wieder große Spitzenklasse. Und rein da. Geht doch. Sind wir schon da? Wunderbar. Look at the tracking device. Karajan is on the move. We need to catch him and quickly. The fire won't distract his guards forever. Verfolge Karajan. Er ist weiter oben. Okay, wir müssen erstmal rechts rum. Was löst denn der Schalter hier aus? Mach die Lampen an, das ist eine gute Idee. Mach sie aus, komm. Das lockt natürlich die Wachen an, das ist auch toll. Vor allen Dingen, dass ausgerechnet er hier rüber geht, während er es nicht tut. Schön, wie man ihn noch so drunter sieht hier. Na gut. War nix, war gar nix. Alles gut, alles gut. So, vielleicht ist es schon besser unten zu sein, oder? Wo ist er? Er schleicht sich da noch irgendwo lang. Okay. Beim nächsten Versuch könnten wir es eigentlich mal riskieren. Nein! Ah, du blödes Ding. Mist. Okay, machen wir es nochmal ganz neu jetzt. So, bleiben wir einfach mal gleich unten, würde ich sagen. So, wir müssen eigentlich... Ich weiß nicht, ob Rennen eine gute Idee ist, aber... Es muss ja bald sein, oder? War die Tür da hinten zu? Ich hab's gar nicht... War ich da schon, um das zu sehen? Die sieht so geschlossen aus, irgendwie. Das wäre ziemlich ungünstig, aber es gibt keinen anderen Weg hier durch. Komm, raus mit dir. Ne? Die ist echt zu. Ne? Da ist ein anderer Typ auf der Seite. Da ist ein Typ auf der anderen Seite. Was zur Hölle? Wie soll ich denn da... Boah. Ihr habt sie doch nicht alle, ey. Wie soll man das denn... Okay. Interessant. Ich bin auf der anderen Seite. Ich weiß nicht wie, aber ich bin auf der anderen Seite. Das hört er doch, wenn ich jetzt hier hoch mache, oder? Ja, war zu erwarten. Aber wir können es ja so machen, kein Problem. Ich bin gar nicht da. Aha. Gut, ich bleibe... Oh, ganz knapp außerhalb seines Sichtfelds. Okay. Machen wir mal gleich hier rüber. Ach ja, natürlich, das bringt's mir total. Kann ich die Dinger eigentlich... Nee, okay, ich wollte mal probieren, ob ich die mit dem Pfeil gleich aktivieren kann. Ja, dann mache ich's doch lieber so, ne? Warum sollte ich mir das Leben denn unnötig schwer machen? Ach so, deshalb vielleicht. Das macht natürlich Sinn. Ich schaue mal vielleicht erstmal hier hinten nach.
Vielleicht gibt es ja wieder ein bisschen was zum Sammeln für uns. Ja, genau danach sieht's aus. Ein neues Bonuslevel. Okay. Schicksalsraum. Ein Schild schützt auf einer Seite immer nur einen Mann. Was? Okay, wir ziehen einfach mal das Ding hier rüber. Wobei mir das natürlich nichts bringt, weil dann immer noch der Laser im Weg ist. Das ist natürlich doof. Wohin geht's denn hier drüben? Schieben wir das erstmal ganz ran hier. Jetzt bist du doch eigentlich... Schaffst du das nicht? Ah, wir können hier dran, okay. Ja, machen wir es doch einfach so. Gut, wunderbar. Da hätte ich mir natürlich auch das Verschieben sparen können, theoretisch. Und dann hauen wir das Ding mal hier drauf. Und ab nach unten. Na, ab nach unten mit dir. Los. Okay. Kleine Hängepartie für uns. Das geht aus. Und den können wir weiter nach drüben verschieben. So, ich mache mal gleich so diesmal. Haben wir denn hier irgendwo, ich sehe natürlich gar nichts gerade, was wie ein Schaltkasten aussieht. Haben wir nicht parat, das ist natürlich ungünstig. Dann machen wir es eben anders. Dann musst du erstmal hier runtergehen, so. Und wir öffnen uns einfach mal die Lücke hier. Na, was ist denn? Ich habe doch die Taste schon längst nicht mehr gedrückt. Da geht nur eins auf. Ja, natürlich. Das ist was. Warum? Wo kriege ich denn die zweite Tür auf hier? Ist hier vielleicht drin der... Nee, das wäre ja auch schwachsinnig. Hm. Hier durchwerfen geht schlecht. Dadurch öffnet und schließt sich auch die Tür. Okay. Aber das bringt mir auch nichts, oder? Was passiert denn, wenn ich die Kiste jetzt hier reinschmeiße? Wahrscheinlich nichts. Dann habe ich im Prinzip auch nichts. Achso, das schaffe ich gar nicht, weil das ja wieder zugeht. Ja, wie mache ich denn das? Kann mir jemand einen Tipp geben? Geht der Laser hier vorne vielleicht bei irgendwas aus? Ach doch, der geht tatsächlich hier jetzt mit aus. Ja, dann müsste ich doch eigentlich... Wartet mal. Dann schauen wir mal ganz kurz hier unten nach. Ja. Genau sowas dachte ich mir doch. Jetzt ist bestimmt der Laser hier drüben aus. So, schauen wir doch einfach mal. Ne, der ist immer noch an. Aber unten ist jetzt die zweite Klappe offen. Aha, wunderbar. So, und hier drüben haben wir noch ein weiteres Schalterchen. Nummer 1 ist aus. Nein! Du Idiot! Ah! Unzulänglichkeiten in der Steuerung! Hass! Purer Mist! Warum nur? So, diesmal gehe ich gleich hier oben an die Decke. Das machen wir aus. Hier macht er ohne Probleme rum um die Ecke, ne? Bei dem anderen wollte es gerade einfach nicht tun. Naja, was soll's. Man kann halt nicht alles haben. So, runter mit dir. Und wir machen uns auch nach unten. Okidoki. Gut. Wird doch langsam. Geht eigentlich doch relativ schnell. Muss ich mal so feststellen. Oh Gott. Das war knapp. Achso, ich habe vergessen, den Schalter zu aktivieren. Fällt mir gerade so auf. Das sollte man natürlich auch tun. So, jetzt sollten wir doch durchkommen. So.
Und bingo. So, kraxeln wir gleich mal an der Wand lang. An der Decke meine ich. Okay. Und hier. Jetzt habe ich totale Sorge jedes Mal, dass ich abstürze, wenn ich hier um die Ecke machen will. Warum? Warum machst du... Oh, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum der dort nicht um die Ecke machen will. Ist da irgendwie ein Fehler in der Steuerung oder was? Ich meine, in die andere Richtung macht das doch auch vernünftig. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein gerade. Verstehe ich nicht, was da das Problem jetzt ist gerade. So ein Scheiß. Nochmal den ganzen Spaß. So viel Spaß macht's dann auch nicht. Muss ich mal so feststellen. Ja, der macht hier ohne Probleme rum an allen Ecken, bloß da unten nicht. Ich weiß nicht, was er dort hat. So. Legen wir mal einen Zahn zu. Schön, dass man hier auch mal ein bisschen rennen kann. Ich habe schon wieder vergessen, den Schalter umzulegen. Immer wieder dasselbe Problem. So, Schalter rum. Ninja hoch. Ninja rüber. Ninja runter. Bambuspfeil weg. Ninja hoch. Ninja rüber. Ninja runter. Laser aus. Ninja weiter rüber. Ninja runter. So, und jetzt würde ich es halt gern mal schaffen, hier durchzukommen, ohne zu sterben. Ich weiß aber nicht, ob mir das vergönnt ist, ehrlich gesagt. Ich könnte auch alternativ... Ah, da geht das ja zu. Stimmt ja. Wie hatten wir den Laser ausgemacht? Das war mit dem anderen Schalter hier drüben, ne? Machen wir das doch mal so. Wenn er da drüben immer abstürzen möchte, unbedingt, dann soll er das auch tun. So, ich lasse dafür mal die Kiste abstürzen hier. Oh. So, haben wir's? Sah jetzt ein bisschen kompliziert aus. So, dann machen wir es doch eben so, oder sterben wir auch nicht. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist, aber ist mir auch egal. Halt! Wir lassen die Kiste einfach mal hier stehen. Wie wär's damit? Und damit haben wir unser Ziel erreicht. Es war eine schwere Geburt, die nur darauf basierte, dass er hier nicht um die Ecke wollte. Aber gut, was soll's. A bamboo stalk bends beneath a foot that's in flight from a crimson pool. Ja, ist klar. Gut, ansonsten sollte da unten nichts weiter sein. Können wir uns dann doch mal wieder aufs eigentliche Spiel konzentrieren. Mann, war das eine schwere Geburt gerade. So. Ich hoffe, er unten schaut weiter da unten lang. Wir kümmern uns dabei mal hier rum. Ja, komm mal unten nachschauen, was los ist, genau. Ich weiß nicht, was ich gerade ausgeschaltet habe, ist aber auch egal. Let that building burn. Let them all burn. You're here to protect me. Wo ist er? Zwei Stockwerke höher im Prinzip. Never mind the fire. We need to secure the tower. Okay, hier ist mehr über die Dingens gesichert. Haben wir hier denn einen direkten Zugang? Nee, aber hier drüben scheint... Warte mal. Was ist das hier? Das sieht aus, als ob hier irgendwas wäre. Naja, gut, egal. Ah. Bingo. We'll have to find another way to get to Karajan.